Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freitag der 13. So, wir befinden uns schon hier im Hauptmenü und ich zeige euch mal, wir spielen heute wieder mal mit der Jenny, genau, so heißt die gute Frau. Und ich habe hier Vorteile mit dabei, klarer Kopf, vorbereitet und erholsam. So, da habt ihr das mal gesehen, ne? Das sind sozusagen meine drei Perks, die ich mitgenommen habe. Und wir machen mal direkt schnelles Spiel. So, jetzt sind wir hier in der Lobby. Mal schauen, wer alles mit dabei ist. Ah, wenn es jetzt lange dauert, dann werde ich das Ganze hier rausschneiden. Ich glaube, in der ersten Folge, lief, glaube ich, nicht ganz so gut für uns, ne? Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Sind wir da entkommen? Ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. So, habe ich schon erwähnt, ich bin Level 19 inzwischen. Seht ihr auch hier oben rechts. Ja, ich habe schon mal so ein bisschen fleißig trainiert, ne? Die letzten Tage. Und dachte mir, Mensch, ich muss mal wieder eine Folge aufnehmen für euch. Hab ja schon lange nichts mehr gebracht. Damit meine Zuschauer mal wieder was zum Lachen haben, ne? Wie der Reim plötzlich wieder blöd anstellt. So. So, das Mädel hier, das ist hier etwas leicht bekleidet im Fluss. So. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Es geht los. Okay. Da sind wir. Gleich mal hier reinschauen. So, ich habe mir angewöhnt, direkt hier die Türen zu schließen. Oh. Sehr gut. Erste Hilfe. Also Erste Hilfe Spray. So, hier haben wir was zum Kloppen. So ein, was ist denn das hier? So ein schönes Röhrchen. So, was haben wir hier hinten noch? Hier reingucken. Ach, das ist hier diese Sicherung, ne? Ja. So, wenn einer mal von euch irgendwie einen Hinweis mir geben könnte, wie man dieses Haus findet auf der Map. Ich suche das nämlich recht ständig. Ich habe zwar die Sicherung mit dabei, aber wo muss man die einbauen? Wie sieht das Haus aus? Wie kann man das Haus überhaupt finden? Ich meine, ich kann jetzt jedes einzelne Haus hier ablaufen, aber das dauert ja immer eine Ewigkeit. Ich gehe mal hier rüber. Guten Tag. Ich glaube, hier war noch keiner. Zumachen, wie immer. Haben wir uns so angewohnt. Angewohnt, sag ich mal. Angewöhnt, Mensch. So, wir gucken mal hier im Bad. So, hat sich doch gelohnt, ne? Erste Hilfe.
Jetzt haben wir zweimal Erste Hilfe und diese Sicherung, mit der wir uns zwar nicht verteidigen können, aber damit, also wir müssen das Haus finden auf jeden Fall und dann, oh, hier sind auch noch Schubladen und dann können wir die Polizei rufen, ne? Noch ein Spray. Und hier liegt, oh, hier liegt eine Flare Gun. Hier machen wir auch nochmal zu. Ja. So, das Haus merken wir uns mal, wegen der Flare Gun. Da oben also, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal. Gehen wir hier runter, links vorbei. Am Fluss. So, raus durchs Fenster. So, mal gucken, welche Richtung. Ich glaube, in die Richtung, oder? Ne, hier runter. So, mit X können wir ein bisschen joggen. Das habe ich nämlich anfangs immer viel zu wenig gemacht. So, jetzt dieses blöde Haus suchen, ne? So, wir sind jetzt hier. Jason ist hier. Auf der Karte. Ungefähr da an dem Lagerfeuer. Okay. Wir bleiben erstmal hier und gehen hier runter. Wir laufen mal ein bisschen. Achso, hier kann man sich übrigens verstecken, ne? Falls es noch einer nicht gesehen haben sollte. Diese Klohäuschen hier. So. Jetzt haben es alle mal gesehen bei mir. Wie gesagt, wir müssen dieses Haus finden. Vorne ist das Haus, warte mal. Da vorne ist das Haus mit der Antenne. Da können wir den Tommy rufen. Diesen Tommy Jarvis. Mit Hilfe des Funkgerätes. Müssen wir nochmal suchen. Das ist hier irgendwo in dem Haus. Da vorne. Hallo? Hallo? Oh Gott, help us! Jason's real! Please help us! Please help us! So, das gibt auch Punkte. Ich hätte gerne mal eine andere Waffe. Und dieses blöde Rohr, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Wieso habe ich eigentlich eben die Flare gar nicht mitgenommen? Bin doch bescheuert, ne? Ich weiß zwar, wo sie jetzt liegt. Aber. Zurücklaufen? Nee. Ach, hier liegt noch eine. Okay, nehmen wir die mit, weil ich mag die einfach lieber. So, mal gucken. Einer wurde schon getötet. Was? Einer ist schon entkommen? Das ist der für ein Scheiß. Nee, ne? Der ist schon abgehauen. Im Auto. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Vor allem, wie schnell die das machen, die Leute, ne? Das gibt's doch gar nicht. Weil. Um mit dem Auto abzuhauen, brauchst du ja die Batterie. Was brauchst du noch? Benzin, also diesen Kanister.
Und den Schlüssel musst du erstmal finden. Sonst kommst du nicht weg. So, wir müssen mal gucken. Wir gehen mal hier weiter runter. Verdammt, ich muss dieses Haus finden. Oh. Da hat aber jemand geschrien. So, der Junge hat Benzin, wie es aussieht. Okay. Und meinen Tank auffüllen? Bei dem Viersitzer. Okay. So, ich konzentriere mich mal auf dieses Haus. So, ich renne mal mit denen da oben mit. Vielleicht das Haus hier? Nee. Ah, oh, das ist jetzt am Kotzen, ne? Wo soll das denn sein? Hier oben, die haben wir schon abgeklappert. Hier unten, die. Das vielleicht hier vorne, diese Scheune? Kann ja auch nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ärgert mich, ne? So, sollte man nicht zu schnell rennen, weil das macht nämlich. Ich glaube, da war der Jason. Tschüss. Bin schneller wie du. Der kriegt mich eh nicht. Okay, jetzt kommt er hinten rein. Das heißt, ich hau ab. Irgendwie. Auf zum nächsten Haus. Solange ich noch ein bisschen Ausdauer habe. Ich habe natürlich keine Waffe mehr. Ich habe keine Waffe. Und keine Ausdauer mehr. Wir bleiben mal kurz stehen. Bisschen Ausdauer tanken. Der ist ja ganz in der Nähe. Oh Gott, das ist ja hinter mir. Ich gehe mal hinten wieder raus. Und ab ins nächste Haus. Boah, ich müsste mal wieder eine Waffe aufsammeln, ne? Komm, hier gehen wir rein. So.
geht aber auch weit und breit nichts. Das war's. Ach, eine Map. Was soll ich denn damit? Auto anlassen steht hier. Aber ich habe doch keinen Schlüssel. Da unten rennt einer rum. Eieieiei. Und tschüss. Dieser Zack-Zack, ne? Scheiße. Los. Ich glaube, der will mich unbedingt haben. Wir machen jetzt folgendes, wir gehen jetzt hier ins die Tür ist so, okay. Wir gehen hier in den Schrank rein. So. Atem anhalten kann man auch mit Space. Verdammt, ich fühle mich ja so alleine. Sollen wir hier bleiben oder? Ich entscheide mich für die Freiheit. Ich kapiere das nicht, dass wir dieses blöde Haus nicht finden. Oh, hier. Da liegt so eine Bärenfalle. So, machen wir zu. Nehmen die Falle. Und dingen die ja vor die Türe. Ja. Hehe. Ah, Jason. Jetzt kannst du kommen. Dann guckst du nämlich blöd. So. Oh, das ist ja eine. Scheiße, hier kommen wir gar nicht raus, ne? Doch, geht. Nein! Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte auch in die Schublade schauen. Also. Funkgerät, na toll. Das war jetzt zwar kein Wunsch von mir, aber. So. Jetzt müssten wir doch eigentlich fast alle Häuser abgeklappert haben. Das kann doch nicht wahr sein. Krieg ich einen Anfall. Da waren wir hier oben, die Häuser haben wir schon abgeklappert. Ich glaube, hier ganz unten waren wir noch gar nicht, ne? Das sind hier oben, das. Das ist ein Mist, sage ich euch.
Kann man leicht die Orientierung verlieren. Trotz der Map. Okay, wir rennen mal da runter. Das ist ein Auto, ne? Moment, da unten sehe ich gerade den Jason auf der Karte. Jo. Und, oh, ich glaube, die kommen hier runter. Die kommen zu mir gelaufen. Oh, noch 2 Spielminuten. Das heißt, wenn wir die durchstehen. Dann entkommen wir. Sozusagen. Huch. Was sind jetzt? Da oben ist der andere Spieler. Ich werde mal zu dem laufen. Ich habe kaum noch Ausdauer. Hey Junge, warte mal hier. So, ich fühle mich bei dir nicht sicher, weil der hat ein schönes Gewehr. So, Ausdauer ist wieder voll. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Du überlebst, yeah. Ja, wir haben praktisch nur die Zeit einfach nur ausgeharrt, ne? War zwar eigentlich nicht geplant gewesen, weil wir haben ja dieses Haus gesucht, um die Sicherung einzusetzen. Ja, aber wie gesagt, wenn es einer von euch weiß, dann schreibt mir gerne in die Kommentare rein. Ich wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar. So, jetzt kriegen wir noch unsere Pünktchen. Erfahrungspunkte. Naja. Ist ja nicht viel passiert, ne? Oh, Abzeichen. Kleine Schweinchen. Oh, wie süß. Naja, komm. Nehmen wir mit. Dankeschön. So. Ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bei Freitag der 13. Macht's gut, Leute, und lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.